Einen wunderschönen guten Morgen, muss ich sagen. Bei mir ist noch alles finster. Trinke jetzt einen Kaffee und ich werde dann ausrucken, und zwar nach Bad Ischl am Wochenmarkt. Da gibt es wunderbare Sachen zum Kaufen. Es gibt heute am Abend was für die Familie zum Essen. Ich koche für insgesamt 12 Personen heute. Am Hauptgang wird es ein gefülltes Stubenhuhn geben. Die Stubenküken wird gefüllt. Wie ihr das füllt, das zeige ich euch heute. Und zwar werde ich das auslösen und vom Knochen befreien, dass das Stubenküken dann am Teller zwar ausschaut, als wäre es noch original sozusagen, aber ohne Knochen zubereitet. Wie das geht, zeige ich euch. Da werde ich mein wunderbares Debarmesser dafür verwenden. Das hat genau die richtigen Abmessungen, die ich dafür brauche. Und jetzt trinke ich noch einen Kaffee und dann geht's los. Ganz wichtig, meine Frau ist heute dabei. Die wird mir heute ein bisschen helfen beim Kochen, beim Zubereiten, beim Transportieren und dann am Abend. Ich freue mich schon, wieder einen super Tag und freue mich, dass ihr dabei seid. Dass die Juliane und ich keine wahnsinnigen Wochenmarktgeher sind. Weil was haben wir vergessen? Einkaufssackerl. Einkaufssackerl. Das heißt, wir rennen jetzt mit den bloßen Händen am Wochenmarkt und ja, müssen das Einkaufen die Hand tragen. Das heißt, wir können gar nicht so viel kaufen, was nicht gut ist. Und was wir auch nicht haben, ist Bargeld. Brauchen wir auch noch. Der Coach ist so ewig lang, wir haben eingehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Na, zweite Mal falsch. Scheiße. So, einen habe ich noch. So, einen Code haben wir noch. Auszahlung. So, ein Problem haben wir jetzt noch, nachdem wir das Kaffeeproblem gelöst haben, dass wir das Kloproblem gelöst haben und das Backproblem gelöst haben und das Bargeldproblem vor allem gelöst haben, das Sackerlproblem. Ja, wir werden das eigentlich hinkriegen. Also, jetzt geht es am Wochenmarkt, es ist recht viel los und ich bin gespannt, was uns erwartet. Sie
ist er da, gell? Jetzt ist er da, ja. Also bei den Stummköken, wir haben da auf Zeiten da alles, was da drinnen ist. Ja. Schaut euch super aus. Genau so. Aber ich nehme Mützel dazu, weil die hast du ja nicht. Mach doch. Ja, oder? Das ist ja. Genau. Dann gibst du mir die Mochsenwachen. Wie hast du da insgesamt? Nein, ich mache es überhaupt. 2, 6, 8, 9. Und dann ergänzt es auf 12 und schon mit Wachen. 5 und 7. Ja, dann machen wir 5 und 9 und dann mache ich da einen Sonderpreis. Passt, oder? Nimm ich. Ja. So, sonst einer Wunsch? Ja, ja. Ich mag auch eine Pizza. 2. Normal? Dünn aufgeschnitten für mich, bitte. Der UEF hat auch einen Hunger, gell? Ja. Der hat auch einen Hunger, ja. Dann gehen wir auf die Beißen, der UEF. Das ist ja normal, weil die Honorare normal? Ja, ja, gar normal. Also daheim angekommen, wie immer wieder mal alles aufgebaut, Beilagen und da haben wir das Geflügel, einmal haben wir da Stubenhühner, wie man sieht, die haben so circa zwischen 60 und 70 Decker und dann haben wir da ein paar Wachteln dazu und als Beilage haben wir von einem Demeter Bauern einen Wirsing gekauft, da mache ich so einen ganz klassischen Wirsing à la Creme. Mit ein bisschen Zwiebel drin und geschälte Kohlsprossenblätter, ebenfalls von Demeter-Bauern. Das gibt es dann oben drauf als Garnitur. Zum Kochen nehme ich heute die zwei Messer, und zwar habe ich da das Debermesser, das will ich zum Zerlegen vom Geflügel verwenden. Zeige ich euch dann ein bisschen, wie das funktioniert damit. Und das Nakiri-Messer, das ist so mein Allzweckmesser, mit dem Nakiri-Messer tue ich alles schneiden und schön in Form bringen, damit es dann am Teller gut ausschaut. Nicht zu vergessen, ist das kleine Patty-Messer, das braucht man eben zum Zwiebelschön und so weiter. Ich zeige euch dann auch, das ist das dritte da im Bunde. Und jetzt lege ich los. Dass man mich die Juliane fühlt, ja.
Schlage ich ein paar Eier auf. Und zwar auf die Menge mache ich 5 Eier. Schlage ich auf und dann tue ich mir da im Hintergrund dabei Zwiebeln zuschneiden. In Butter anschwitzen. Circa bei 1,20 Kilo oder so. Das heißt, pro Kilo nehme ich 2 so Löffel. Einmal, zweimal, da weiß ich, dass das genug Salz ist. Das sind Teelöffel, gell? Das sind Teelöffel, danke. Also pro Kilo nehme ich 2 Teelöffel von dem Salz und eine Muskatnuss, eine frische. Kann man da auch so reinreiben. Genau. Ich hoffe, dass sie nicht ein paar Hautschuppen von mir drei befinden, weil ich mich gleich schneide vor lauter. Die Juliane nicht mehr steht, bin ich immer nervös. Aua, sechs. Genau, so schaut das aus. Die Butter war ein bisschen heiß jetzt. Brennt. Ich mische das jetzt durch. Und das Wichtigste ist, dass sie das jetzt ein bisschen vollsaugt. Das lässt sich dann leicht zu einer. Ja, zum Knädelformen. Du hast jetzt zusätzlich einen Balkon aus, weil da hat es 0 Grad. Und dann zieht man die Masse schneller durch. Das ist der Vorteil, wenn man im Winter kocht, weil man den Balkon als großen Kühlschrank nutzen kann. Und das mache ich jetzt. Wie gesagt, wenn das dann ein wenig durchgesogen ist, schau her, dann kann ich da so. Geht noch nicht so gut. Geht noch nicht so gut, aber da kann ich da so Kugeln machen. Größere Scheine natürlich dann. Und die kommen dann ins Gefüge rein. Milch ist da jetzt keine drinnen. Das Brot, was ich verwendet habe, war sehr frisch. Das ist relativ feucht. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht zusätzlich noch irgendwas, dass das Brot aufgeweicht wird. Wenn man Brot vom Vortag nimmt oder von vor 2 Tagen, das schon relativ fest ist, was sich gut eignet für Servettenknödel oder so eine Fülle, dann nimmt man ein bisschen Milch dazu, weil das Ei allein das ganze Brot nicht aufweicht. Aber in dem Fall war ja das schon recht weich. Und mit den geschlagenen Eiern und der flüssigen Butter zieht das jetzt richtig schön durch und deswegen brauche ich ja keine Milch dazu, oder? So, jetzt geht's weiter zum Stubhuhn. So schaut das aus. Wunderschön. Ich nehme jetzt da mein Nebermesser. Das Nebermesser eignet sich, wie ich eh schon ein paar Mal gesagt habe, hervorragend, um auch Geflügelknochen zu hacken. Muss ich in dem Fall aber gar nicht. Und zwar löse ich das jetzt aus. Nämlich so, dass es zum Schluss wieder ausschaut, als wäre es noch im Urzustand. Wie das geht, zeige ich euch. Und zwar dreht man das Händel um. Dann gibt es da diese Linie. Da ist die Schulter, da ist die Hüfte. Zweimal. Drehen wir es auf die Seite und fahre jetzt genau da zwischen den Schulterknochen. Fahre da rein. Am Brustkorb entlang zurück, bis ich hinten bei der Keule bin. So, jetzt arbeite ich wieder beim Brustknochen entlang runter. Bis zum Brustbein. Ich erkläre das schon so, dass ich mir vorkomme wie Berufsschullehrer. So, da ist jetzt das Brustbein, also das ist Unterart. Da sieht man diese Linie, da ist genau der Brustknochen. Das heißt, ich schneide es jetzt da am Brustknochen, schneide es auseinander oder ab. Da finde ich die Hinterseiten. Wenn das wer nachmachen möchte, gute Nacht. So, und da komme ich da herunten, auch wieder bei der Schulter raus. Zack. Schulter. Seht ihr jetzt? So. So. Und da schneide ich jetzt ebenfalls wieder
beim Hüftgelenk, das ist genau da. Schneide ich vorsichtig durch. So, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich genau da die Karkassen, wie man es nennt. Fachjargon, ja. Und diese Karkassen nehme ich mir her für eine Suppe. Das ist der Vorteil, wenn man sowas kocht, dass man gleichzeitig eben auch Suppe machen kann. By the way, wenn ihr euch ein Brothändl macht und die Knochen überbleiben, die bleiben ja meistens über, weil ich kenne wenig Menschen, die die mitessen, tatzt euch die Knochen in einen Topf, füllt euch das mit Wasser auf, kocht es 5 Stunden mit ein bisschen Gemüse und ihr habt eine hervorragende Hühnersuppe. Also nicht wegschmeißen. So, jetzt geht es da weiter. Das schaut jetzt so aus. Wenn man es jetzt auseinanderlegt, ist das quasi das Händl. Und jetzt gehe ich her, schneide die Flügel runter. Ganz wichtig beim Händl ist, dass alles, jeder Schnitt muss leicht gehen. Wenn es irgendwie eine Anstrengung gibt, dann nur deswegen, weil man an der falschen Stelle schneidet. Und den Knochen, den mag ich auch nicht haben. Da schimpft die Juli auch nicht an, wenn es da reinbeißt. Das heißt, den schneiden wir jetzt raus. Und zwar ist das der Oberschenkelknochen. Einmal rechts und links vom Knochen weg. Dann geht da einer. Nimm den Messerrücken her. Bitte nicht die Klinge. Messerrücken. Putz das runter. Und schneiden raus. Einmal. Auf der anderen Seite auch. So, und so schaut das aus. Man kann da noch eine Fleißaufgabe machen, das Ferserl schneiden. Und zwar schneide ich es an, mit durch und dann lösen wir es einfach so runter. Dann schaut das da voll super aus. Gell? Ja. So wird es dann gefühlt. Wenn es dann weitergeht, sage ich. So, da sind wir bei den Wachteln angelangt. Jetzt hat sich jetzt gerade die Personenzahl ein bisschen verändert, das heißt, wir werden gar nicht alles brauchen. Wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir die Wachteln auslösen und dann für uns einmal einen Griller legen. Da mache ich ein extra Video dazu. Ich zeige euch aber jetzt gerade, wie das mit den Wachteln funktioniert, beziehungsweise dass diese Technik mit dem Messer auch bei Wachteln funktioniert. Und zwar habe ich da den Schnitt genau gleich wie beim Stubküken vorher schon angesetzt. Man sieht es. Es schaut verdammt unsexy aus jetzt da herinnen, aber man kann dann da entlang des Brustbeins auch runterschneiden, bis man da bei der Schulter rauskommt. Die ist bei der Wachtel ein bisschen schwerer zu finden. Jetzt auch nicht unmöglich. So, und dann ist das leer. Schaut euch das an. Das Wachtel. Schaut so aus. Knochen vom Wachtel tue ich auf Zeigen. Da mache ich ebenfalls einen super. Aber man sieht, das Messer ist durchaus in der Lage, in derselben Geschwindigkeit, vorausgesetzt man hat die Skills, wie ein Stubküken verarbeitet zu werden. So, schaut das aus. Natürlich für uns Haubenköche, ja, das Anspruchsvollere und auch natürlich das Interessantere. Wenn man diese Wachtel füllt, mit einer Trüffelfülle zum Beispiel oder so, das ist schon was richtig Feines. Schöne Gänse oder sowas dazu. Gell? Also, Wachtel schaut so aus. Gehen wir drauf her. Ich halte jetzt einmal in der Mitte zusammen. Und dann faltet man beide Seiten den Rand so auf. Schaut das so aus. Bastelstunde, so wie jetzt.
Schaut super aus. Total fest geworden. Klar, wenn die Butter anzieht, dann wird die ganze Masse ein bisschen fest. Ich drehe jetzt die Knödel ab und fülle die Stummkücken dann damit. And now füllen wir die Dinger. Und zwar mit jetzt meine Schiffchen. Dann habe ich da ein bisschen Nussbutter. Das kann natürlich auch normale Butter sein. Aber die Steigerung von Butter ist Nussbutter. Gut, jetzt würzt man es. Ganz normal mit Salz. Und jetzt nehme ich so einen Knödel, der ist relativ groß, aber das ist jetzt für zwei Personen gedacht. Leg das da so drüber. Nimm mir so ein Aluschifferl und baue das Händel wieder zusammen. Wie es ungefähr ausgeschaut hat. Bevorzuge ich bei der Baumethode den Lotussitz des Huhns. Schau. Das ist die entspannteste Lage, die so ein Händel haben kann. Schaut halt das aus. Es kriegt dann noch eine Bräunungscreme, bevor es in den Ofen kommt. Gibt noch ein bisschen Nussbutter drauf. Und so werden sie dann gebacken. Gebacken im Ofen und dann, wenn sie fertig sind, tue ich es einfach halbieren und lege es auf den Teller. Schaut super aus und schmeckt super. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, dass eine Mehlschwitze eine sogenannte Ruhr, was total oldschooliges ist. Und sie haben nicht unrecht, das ist total oldschool. Aber es schmeckt saugut. Deswegen gibt es jetzt da bei dem Rahmen Speckwirsing, den wir da dazu machen. Eine ganz klassische Bechamel. Man kann das ja auch ganz dünn machen, also nur leicht mit Mehl abstauben, dass das nur eine leichte Bindung hat. Ich persönlich mag das. Und zu einem richtig guten Rahmen Speckwirsing gehört das dazu. Dann ist dem überhaupt nichts entgegenzusetzen, finde ich. Ready to go. Wir packen zusammen und fahren in die nächste Küche sozusagen, wo wir jetzt noch eine Suppe zubereiten und das, was wir jetzt gerade fabriziert haben, dann fertig machen. We'll be right back.
sind wieder daheim. Super war's, oder? ja, ich glaube, die Familie war begeistert. Glaube ich, ich war auch sehr zufrieden. Bild ist nicht immer, aber es ist sehr gut gelungen. Stubenhuhn habt ihr gesehen, hat super ausgeschaut. Anderen Sachen auch. Also, war ein extrem cooler Tag, ich würde mich freuen. Wenn es mir folgt, teilt das, was ich mache. Vielleicht kommentiert es auch mal, schreibt es mir dazu, was euch taugt, was euch nicht taugt. Ja, wird nicht lange dauern, wie wieder mit einer Geschichte loslegen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und bis bald. Einen wunderschönen. Tschüss.